Willkommen zurück zum Let's Play von Sherlock Holmes, The Awakened. Awakened oder so? Awake. Awake. Okay, wir sind in Folge 4 mit dem Systemstreuner und Ilana. Und wir haben den Schlüssel für die Türe gekriegt, oder? Genau. Schauen wir jetzt rein. Genau. Oder raus, oder wie auch immer. Und das Schloss ist einfach verschwunden. Das ist ja lustig, die Tür kann man nicht anklicken, die kann man einfach aufschubsen. Na, dann schauen wir mal. Rot hat sie ja. Kannst du vielleicht den Hinweis irgendwie anheften oder so? Wenn nicht, dass wir wieder irgendwas übersehen, weißt du? Ja. Können wir machen. Aber da sehe ich doch schon irgendwelche Spuren mehr. Irgendwas ist noch angeheftet. Ja, das ist ja die Spur. Aber man sieht hier die Spuren vom Karren, die kann man gerade nicht anklicken. Aber die kann man verfolgen. Wir gehen hier ums Eck rum, da ist was. Eine Voodoo-Puppe? What does it say? Die hat einen Zettel in der Hand. No seams or torn fabric on this doll. Likely one-legged by design. Schnitzeljagd. Was zur Hölle? Ali, hallo, ihr Straßentauben und Dachkrähen. Eine neue Schatzsuche erwartet euch. Mit dem Hinweis, den ihr gerade in den Händen haltet, könnt ihr eine Puppe finden. Wird es euch gelingen, sie alle aufzuspüren? Aha. Okay, hier ist eine Statue und ein... War das nicht direkt neben unserer Wohnung, da auf dem Weg zu der Bücherei? Keine Ahnung. Doch, da war doch so eine Statue gewesen und da saßen Leute drumherum. Ist das jetzt so eine Art Nebenaufgabe oder hat das mit dem Fall zu tun? Was meinst ich du? Ich habe keine Ahnung. Wir kommen zur Schnitzeljagd. Okay. The treasure hunt. Used to do lots of those in my childhood for myself and is it a call for help? Neuer Fall. Ah. Better not risk leaving this matter ignored, don't you think? Aber jetzt müssen wir das dann auch immer wieder anheften, um das rauszufinden, worum es da geht, oder wie? Ja, gut. Ich denke, der Ort ist da neben der Bücherei, das Ding. Weil da habe ich diese Statue gesehen. Ich habe nur nicht den Karren gesehen. Jetzt müssen wir dann mal schauen, ob es das ist. Da ist auch noch was. Da war noch ein Hinweis. Der? Ja, auf dem Karren auch. Okay. A large pile of horse droppings. Mhm. Machen wir mal den Bildschirm voll. Irgendwas war da. Ach, da. Any cigarette butts? Someone stood here for hours. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night. Und da ist der Karren wahrscheinlich. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Warum liegt da Strom? Deine Lieblingsfrage, oder? Ja. Irgendwie schon. Warum liegt da Strom? Da unten wenn der war, da gefesselt war, dass er besser liegt, oder wie lag da sein Köpfchen da drauf? Tja, keine Ahnung. Aber da unten liegt noch was auf der Erde. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Ja, mein Name. A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Was macht man mit Salpeter? Also jetzt haben wir es hier abgeschlossen, oder wie? Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir da lösen, suchen wir jetzt mal. Diese Statue? Ja, diese Schnitzel, die funktioniert nicht jetzt. Ich glaube. Get the strand! Get your copy of the strand here! Also, ich glaube, das war genau hier. Da war eine Statue. Da. Ist ja das? Mhm. Hier sind ein paar Bäumchen rum und wo ist hier jetzt der Karren? My gratitude, Sir Arthur. Ah, da ist das aufgeploppt, dieses Grüne. Wo? Eben als du dem da gedankt hast. Meinst du?
Ja, als der gesagt hat, ich danke Ihnen, Sir Arthur oder so, da ist das Grün aufgeploppt. Musst du vielleicht den Hinweis mit der Nebenaufgabe anpinnen? Was mit dem Ach anpinnen? So, du meinst den grünen Knubbel da unten. Ja. Das ist, glaube ich, nur so ein Speichern oder Aktualisieren oder Ach so. Aber das finde ich doof, dass man das extra immer anheften muss. Ich weiß nicht, ob wir es anheften müssen. Wir sind ja. Ach, vielleicht haben wir falsche Blickrichtung. Vielleicht muss man so hingucken. Nee, da ist der Zaun. Wir müssen hier hinten rüberlaufen bis zu einem Karren. Da war, glaube ich, da ist noch eine Puppe. Das ist. Ach, und die gibt dir den nächsten Hinweis. A miner with a sooty face. At least in Dolphin. What's this? So. Okay, und jetzt. Das sieht aus wie ein Marktplatz oder so? Da wo das Pferd rum lag. Ein anderer Markt haben wir ja nicht hier. Ah, okay. Dann müssen wir da hingehen. Wobei, dieses Hinweischen da hat sich jetzt nicht aktualisiert. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob wir ihn überhaupt anheften müssen. Versuchen wir es mal ohne. Aber jetzt haben wir ihn wieder dran. Okay, aber er meint quasi irgendwo da auf dem Gemüsemarkt. Eigentlich da, wo das Pferd fliegt, so Pi mal Daumen. So, kriege ich den jetzt da raus. So, jetzt haben wir weg. Ein Schnitzeljagd. Klar, muss ich jetzt auch wieder hier rüberbiegen können zum Haus, aber ich finde, der Weg ist so kurz, das lohnt sich schon fast nicht. Hm. Also hier ist der Markt. Liegt hier jetzt auch ein Puppi rum. Irgendwo. Ja. Oh. Tee. Unnaturally bent legs, yet they look to be a design choice. Seems to be for me. Okay. Ein Bookshop durchs Tor und dann um die Ecke. Boah, die schicken uns aber rum. Hm. Ich glaube noch mal von hinten an diesen Bücherladen. Weil ich glaube, das geht auch noch mal hier lang läuft. Wir sind jetzt vollkommen abgeschweift vom normalen Fall. Aber. Ja, aber wichtige Dinge müssen erledigt werden. Gucken wir uns an. Hm. Ja, hat er gesagt, da könnte jemand nach Hilfe rufen. Komm ich hier direkt? Nee. Da ist zu. Kommst du auch nicht durch? Nordhall müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder außen rum laufen. Na, du kannst ja da durchs Gartentor dann aus dem Herrenhaus rausgehen. Wir können es doch einfach so machen, ja. Ja. So, jetzt sind wir von diesem Buch an. Jetzt müssen wir nur. Da, durch das Tor. Da war's doch schon. Oh. Da, und da links. Ah, okay. Da guck mal, da ist auch wieder sowas auf der Erde. Kann natürlich Kinderhüpfspiel. Ja. Kätzchen. Links. Das andere links. Ja, ich guck mal, was der da hinten macht. Der ärgert sich ein bisschen. Die Frage ist, wie weit man hier laufen muss. Irgendwo hier muss er ja liegen. Oder an der Tonne. Hm. Ich denke mal, da sind wir schon dran vorbeigelaufen jetzt. Denkst du? Hm. Dann gehen wir gleich wieder zurück. Guck mal, das war doch das Tor, wo ich von der anderen Seite gerade dran stand. Mhm. Das heißt, die Luftrichtung hätte schon gepasst. Ja.
aber für mich sah das so aus, als ob da direkt hinterm Tor eine Katze angepisst. Aber ich sehe jetzt hier. Da vielleicht rein. Das sagt mir gleich was da noch. Ach, das ist wieder der falsche. Hier. Da, guck mal. Durch das Tor. Es sieht so aus, als ob das direkt gegenüber vom Tor irgendwie ist. Geh mal durchs Tor und ja, geh gerade auf. Perspektive. Nee. Ja, ich guck mal gerade. Das muss das Schild hier sein vom Buchladen. Ja. Geh mal durchs Tor und dann noch ein Stückchen geradeaus. Da. Und dann da links irgendwie. Den kannst du ansprechen. Are you able to help me? It is a shame I can't answer your question. Ach nee, das ist das mit angehefteten Sachen, die Leute fragen. Ach so. Aber ich bin trotzdem die Ecke gemacht. Sorry, sir, I can't help you. Vielleicht hat das Kind sich ja vermarkt, da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Und hier direkt hinterm Tor liegt nichts außer diese Katze rum. Und da, in den Kisten irgendwie? Do you know anything about this? I can't tell you, because I don't know. Das ist zum Anklicken. Ja, auch nicht. Also ich denke nicht, dass es hinter dem nächsten abgeschlossenen Tor ist. Doch. Hier ist irgendwas, irgendein Ermittlungsort. A model of a homely room and fireplace. Wie komme ich denn darüber? Ach, man kann nur hochkommen. Okay. Chimney bears a peculiar form, like it's meant to have something. Ah, da müssen die Kinder rein, die Puppen. Bestimmt. Ja, puh. Ach, das geht automatisch. Oh. Und ein Schlüssel ist rausgekommen. Ja, noch Scheiße. Tom. T auf der Puppe stand, glaube ich, auch T. Genau. Und A und C stand. Like a factory to me. Eine Fabrik. Wahrscheinlich ist da oben jetzt auch wieder. Nee. Da ist noch. Wonder what could get the gears inside moving. Kriegen wir dann jetzt drei Schlüssel oder wie? Schau mal. A small minecart. Endearing, if disturbing. Looks like putting something in the slot may get the gears inside to move. So, setz mal auch die Figur an. Jetzt brauchen wir nur noch eine Schatzkiste, wo drei Schlüssel anpassen. Charles. Stenwick makes a servant live in a tool shed. You think you know someone? Was machen wir jetzt damit? Vielleicht da einfach da reingehen? Das ist ja schon der Ermittlungsort. Hier sind jetzt überall Zahnrädchen dran. Den kannst du abmachen, würde ich meinen.
Was steht denn hier? Was steht denn hier? Eine der Miniaturen stellt einen Bergwerksstollen mit einem Förderwagen dar. Eine der Miniaturen stellt eine Fabrik dar. Und eine der Miniaturen stellt ein gemütliches Zimmer mit Kamin dar. Eventuell findet man da die Schlösser dazu. Das wäre eine Idee, aber die Räumlichkeiten finden wir hier ja gar nicht, oder? Geh doch einfach mal in das Gebäude rein. Da kannst du doch dann reingehen irgendwie. Wo? Da. Ach, hier. Ja, das guck mal. Aber hier vorne, da sehe ich nicht. Da hast du recht, hier kann man reingehen. Guck mal, da ist noch mehr. Okay, das ist das Erste. Da, wo wir die erste Puppe gefunden haben. Ja, genau. Hier, guck mal schon. Dann haben wir die Schnitzeljagd quasi an der falschen Stelle angefangen. Also doch nicht so schwer, wie wir es uns vorgestellt haben. Zack, alles offen. Und nun? Noch eine Puppe. Henkuldren, Alter 12, Todesursache, Blutverlust aufgrund einer Beinverletzung. Tom Gill, Alter 5, Todesursache, Rauchvergiftung. Charles Potter, Alter 14, Todesursache, Verbrennung. Okay, drei Totenscheine sind das. Krasser Scheiß. Da liegt noch eine Puppe. Ach, da ist ein Foto mit denen drauf. Genau. Charles, Anne und Mary. Okay, Mary liegt da noch. Und noch ein Püppchen. Die Mary. Seems recently made. Ja, wahrscheinlich passt die genau da unten in das Loch rein. Na, dann müssen wir mal schauen. Ja. Und ein Brief. Für die klügste Taube von allen, du hast es geschafft, du hast den letzten Schatz gefunden. Dies war allerdings nicht nur der letzte Schatz dieser Schnitzeljagd, sondern mein letztes Werk überhaupt. Für viele von euch, meine lieben Straßentauben, waren meine Rätsel der einzige Lichtblick in eurem tristen Dasein. Dieses Licht strahlte jedoch nur so hell, weil es von völliger Dunkelheit umgeben war. Nach dem Tod von Charlie, dem dritten von uns Vieren, wich jedoch selbst das letzte Quäntchen Freude aus meiner Seele. Das Leben hat uns gezwungen, einer Arbeit nachzugehen, die wir eigentlich gar nicht tun sollten. Und uns damit den letzten Funken Leben ausgehaucht. Jeden Abend habe ich dafür gebetet, dass ich den nächsten Tag nicht mehr erleben muss. Einen Tag, an dem ich wieder die Schornsteine hinabklettern, den schrecklichen Rauch einatmen und das Geschimpfe der Arbeit da erdulden würde müssen. Dabei habe ich nie gelernt, wie man richtig betet. Meine Freunde dachten immer, ich sei die Stärkste von uns. Aber mit jedem Tod fühlte ich mich mickriger und schwächer, bis ich irgendwann gar nichts mehr fühlte. Daher sage ich Lebewohl. Ich hoffe, eines Tages werdet ihr Tauben euch alle emporschwingen und über das Meer fliegen. Und dann werdet ihr vielleicht in einer besseren Welt landen, in der ihr nicht mehr gezwungen seid, euer Leben für einen vollen Magen wegzuwerfen. Geht wohl ein bisschen um Kinderarbeit. Not sure I like the treasure hunt's ending. Could we really have saved her homes? No. Solving this crime is beyond my reach. It is society who must work on sparing children from death by hard labor. Schnittiger Anzug. Ah, da hast du jetzt eine Belohnung für bekommen, okay. Aber den Ermittlungsort haben wir doch jetzt wahrscheinlich abgeschlossen dann, oder? Ja, schaut mal, ob sie noch was rumliegt. Yes, Denwick is no angel, but he's one of my few clients. Please try to remain courteous. Wie sieht das dann jetzt hier aus? Die Visitenkarte haben wir. Vielleicht. Das hat Peter vielleicht. Ja, aber ich sehe gerade nicht, dass wir hier irgendwo dran noch was machen können. Na, dann müssen wir jetzt erstmal da gucken, ob wir vielleicht da alles haben. Denn so. Für
Gut, der hat einen Fermor gehabt, oder? Eine Geldbörse mit Salpeterflecken. Und dann bräuchte man noch Beobachter. Fußspuren. Unten links. Das heißt, zwei waren richtig und ein blauer war falsch? Ja. Das Fernrohr war richtig. Die Visitenkarte? Rotabak. Okay. Ach, vielleicht war das nur auf den Inneren des Gartens bezogen. Mhm. Nö. Dann das Fernrohr. Nee, das Fernrohr haben wir ja eine Visitenkarte. Stimmt, die lag rum. Also alles hat ja mit ihm zu tun gehabt. Ja, ja, dann kann es jetzt bloß noch der Seemannsknoten sein. Dass er einen Special-Knoten macht. Mhm. Ja, aber es waren doch alles irgendwie besondere Merkmale. Ja. Ein spezieller Knoten, ein Marinefernrohr und Stiefelabdrücke, die auf einen Mann aus der Arbeiterklasse hindeuten. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Kimihias Entführer ist ein Seemann. Hm. Okay, wohin führt die Spur? Brauchen wir zwei blaue und... Also ich würde sagen Fernrohr und Seemannsknoten. Passt jetzt. Stand hier nicht irgendwas über den Hafen drin? Ja. Aber ich würde sagen Fernrohr und Seemannsknoten passt, weil wir... und dann dazu kommen, dass die Spur zum Hafen führt. Hm. Der Entführer ist ein Seemann. Unten das zweite von links. Also unten links. Das andere links. Genau. Okay, so. Der Seemann. Der Seemann ist richtig. Also die Visitenkarte vielleicht. Die war ja aus der Geldbörse bei dem Kahn. Und die Geldbörse. Ich weiß nicht, wegen Salpeter. Mhm. Okay, dann kommt jetzt bloß noch der Kautabak meiner Meinung nach in Frage. Und sonst nehmen wir halt die Zeitung. Wir raten nicht. Das sind Profis. Genau. Alle Hinweise deuten auf den Hafen hin. Wir wissen nun, dass Kimihias Entführer wahrscheinlich Seemann ist, dass sich auf seiner Geldbörse Rückstände von Salpeter befinden und dass es am Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salpeter gab. Alles deutet darauf hin, dass wir unsere Suche nach Kimihias am Londoner Hafen fortsetzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden, die uns zum Londoner Hafen bringt. Droschke ist so eine Kutsche, oder? Jo. Und geht es da unten denn noch weiter oder bringt das dann automatisch weiter? Also ich kann hier irgendwie nicht viel bewegen. Mhm. Ich schätze mal, das geht automatisch dann weiter. So, ach, da ist unsere Erkenntnis. Das mit dem Brain ist wahrscheinlich das, was wir immer zusammengefügt haben hier. Das kann sein, ja. Ja, Droschke und Hafen und überhaupt. Und was haben wir jetzt für einen coolen Anzug dafür gekriegt? Welcher ist da jetzt neu gewesen? Na, müsst vielleicht mal alle durchklicken. Genau. Cordona, ja. Stand da was dran mit Cordona? Mhm. Also dann kommen die vermutlich durch so Nebenjobs oder so. Mhm. Naja. The Strand proved not so useless after all. The Saltpeter accident, Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed, we shall need to take a cab there. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr groß mit dem Kommissar oder was da rumstand reden, oder? Nee, mit dem Herrn aus. Erstmal zum Hafen gehen.
Irgendwie fehlt mir so ein bisschen, da irgendwas im Labor zu untersuchen. Mhm. Gucken, ob es hier noch was gibt. Ja, vielleicht kannst du ihn fragen, wie es weitergegangen ist. Ach so, du meinst ja mit der Lady in Red da drüben. Ja. Okay, okay, not just tomorrow. A whole week's worth. How does that sound? Okay, da gibt's nichts Neues. Bis jetzt noch nicht. Mhm. In der Wohnung ist vermutlich auch nichts mehr. Da steht auch eine Kutsche. Jetzt kann man die nehmen, oder? Die Hübsche? Ja, aber da ist kein Fahrer dabei. Oh, hier ein schönes weißes Pferd. Tja. Ich denke, wir brauchen eine Überdachte mit Fenstern und sowas da zum Beispiel. Mhm. Habt ihr noch eine Zeitung für uns? Why don't you give me another shilling now? Cause I'm sure I'll spot something else soon. No? Get the Strand! Get your copy of the Strand here! Also ich glaube, das ist quasi ein Kapitelabschluss. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir hier bei der nächsten Folge voll durch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss!